Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2013. Und zwar, ja, ich habe irgendwie vergessen, nach dem Autosave-Bug im Szenario-Modus dann noch diese letzten drei offen in Jerez zu meinem BZ. Schaff die Wende und beende das Rennen auf dem Podium. Und wird jetzt alles in Gold gemacht. Und zwar, ich habe mir gedacht, macht jetzt die letzten drei, dann ist das auch abgehakt. Und nebenbei können wir noch so ein bisschen über die Veränderungen der Formel 1 Geschichte ein bisschen drauf eingehen, aber fangen wir erstmal hier mit Jerez an. Die Aufgabe ist schwierige Bedingungen, und zwar auf Gold. Du hattest auf einen besseren Start ins Rennen gehofft. Aufgrund der heftigen Regenfälle hattest du jedoch in den ersten Runden Probleme und hast dich gedreht, weswegen du jetzt nur auf dem 8. Platz liegst. Allerdings bereiten die Wetterbedingungen auch den anderen Fahrern Schwierigkeiten. Diese Gelegenheit solltest du nutzen und ein paar Plätze gut machen. Dein Ziel für das heutige Rennen war eine Podiumsplatzierung. Gib jetzt alles und versuche, dieses Ziel zu erreichen. Zeige, dass du mit den schwierigen Bedingungen zurechtkommst und fahre auf das Podium. Schka Platz 8, Teamkollege 9, Wetter, starkes Regen. Let's challenge! Ja. Das passt jetzt so ein bisschen Allzeitgeschichte, weil die Formel 1 hat 50 Millionen TV-Zuschauer verloren. Das Rennen hat sich zu einem echten Spektakel entwickelt. Es gießt wie aus Eimern und die meisten Fahrer haben große Probleme. Aber nicht alle. Der 1999er Ferrari-Fahrer pflügt sich durchs Feld und könnte dieses Rennen noch für sich entscheiden. Hol einen Podiumsplatz in 3, 2, 1. Go! Boah, der hat der mir hier deutlich mehr PS unter die Haube. Das Rennen wird angesichts der Bedingungen langsamer. Nutz das und push. Versuch eine Podiumsplatzierung zu erreichen. Ich muss mich mal mit dem Wagen hier vertraut machen. Und vor allen Dingen mit der Strecke. Ah, hier bin ich, okay. Die Sachen gingen ja hier im Trocknen voll. Dritter Schuhmacher, da soll ich hin. Noch vier Runden bis zum Rennende. Ah, okay. Vier lange Runden noch, dann haben wir das geschafft hier. Und wir haben hier definitiv keine V6 Motoren, hallo? Sei vorsichtig beim Überholen. Eine Beschädigung am Auto ist das. Ja, passt schon. Alter. Boah, Alter, diese geilen Sounds noch. Kennt ihr die noch? Vorbei. Hallo Berger. Jetzt kommen wir nicht an Berger vorbei oder was? An Gerhard Berger hier, der Australier vom Dienst, ey. So. Ich will aber irgendwie mal Zeit gut machen da vorne. Noch drei Runden habe ich Zeit, okay. Und man sollte vielleicht mal ein bisschen eher bremsen. Genau, schieb mich an. Oh, was ist denn das hier? Ja, das wird definitiv nichts. Wenn ich kein Fahrer weiß, ich muss lang geht. Oh, Alter.
Hier geht voll, jetzt kommt eine Linkskurve. Jetzt kommt eine langsame rechts. Das gucken wir uns gleich wieder auf Start und Ziel, oder? Ja. Die letzten Kurven, die sind die einfachsten hier. Aber es wird ganz schwer, ob wir das jetzt schaffen oder nicht. Hier muss man ganz dosiert mit dem Gasfuß sein. Schwierig, ganz schwierig. Ich muss hier wirklich fast Auto, ich muss das Auto fast ins Limit fahren, ey. Oder darüber hinaus. Das ist viel, viel schwerer, als es aussieht. Wollen da ich auch leider nichts gut machen. Aber doch, eine Sekunde mache ich schon gut. Aber das ist natürlich im Verhältnis gar nichts, was man in Wirklichkeit gut machen muss. Dein Vorsprung auf Berger vergrößert sich um etwa 2 Sekunden pro Runde. Boah, das hat keinen Sinn, das machen wir nochmal neu. Den kriege ich ja eh nicht mehr, also von daher. Und eine Prüfungsweise. 3, 2, 1, go! Dein Auto sieht gut aus. Arbeite dich gleich beim Start möglichst weit nach vorn. Ah, da habe ich mal wenig gebremst, aber da kommt diese Rechtskurve schon. Wo der Abschnitt, der hier mal so richtig schnell geht. Und ich erstmal hier mal sage, Kollegen, gib doch mal Gas. Noch 4 Runden bis zum Rennende. Alter, ich musste ja hier. Alter! Gib doch mal Gas, Kollege! Du schläfst mir dabei ein! Ja, die geht voll, oder? Ja, die links geht voll. Die rechts hier eigentlich auch noch fast, ja. Jetzt kommen wir hier in so einen langsamen Abschnitt, sag ich mal. Da kommt diese gefährliche Links-Rechts-Kurve. Enge Linie, wieder früh aufs Gas, hoch, höher, am höchsten, 2, 3 Gänge runter, dein Vordermann liegt 4 Sekunden vor dir, 4 Sekunden. Ja, jetzt habe ich mir aber die Strecke mal wieder gewöhnt, aber das fahren wir ja eh nur noch einmal hier wahrscheinlich. Das war wiederum nicht gut. Wir holen in Sektor 2 auf das Auto vor uns auf. Sektor 2. Noch 3 Runden.
Gepasst schon. Dann mach es bald. Ja. Hab ich überhaupt Regenreifen drauf? Das sind ja auch keine Slicks, das sind ja noch richtig uralte Reifen mit wirklich Profil, glaube ich. Da ist der Schuhmacher. Wo man hört das schon wieder Motor mit den Rädern, die in die Räder zum Durchdrehen bringt. Richtig am Arbeiten, Alter, das ist ja mal richtig geil. Jetzt nur noch Schuhmacher und dann haben wir den Podiumsplatz. Wir sind direkt hinter der Podiumsplatzierung, die wir erreichen wollen. Auf geht's, du schaffst das. Und war dabei nur zwei Angriffe oder zwei Anläufe zu wollen, wäre ja super. Ich habe mit mehr gerechnet heute. Alter. Danke. Du bist jetzt auf dem dritten ja. Platz. Wenn du glaubst, dass du es schaffen kannst, greif Platz 2 an, aber riskier nicht die Podiumsplatzierung. Davon ist ja der zweite passiert, oder? Aber wenn wir den auch noch bekommen, ja, den müssen wir auch bekommen. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich den bekomme. Bin ich schon im mittleren Abschnitt? Jawohl. So. Und ja, die Form 150 Millionen Zuschauer verloren. Nicht so deswegen der weiter Dominanz, das ist natürlich ein Grund, aber auch jetzt die neuen Regeländerungen werden wahrscheinlich jetzt nicht die große Hoffnung bringen hier, wie sie damals hier die Begeisterung hier war. Denke ich jetzt nicht, dass das nochmal zurückkommt, weil ja. Das ist noch. Es ist dann Ralf, ja, das ist der Ralf. Wir können der Ralf vor ihm sein. Ich schieb die immer gerne an, ey. Weil die fahren mir definitiv zu langsam. Jetzt kommt diese gefährliche Links-Rechts-Passage. Sag ich doch. Gefährliche. Aber wir sind schon in der letzten Runde. Also sauber, okay. Oder nice, besser gesagt. Komm, Schalter hoch, komm! Ich hab die Nummer 3 auf dem Auto, okay? Hat das irgendwas zu bedeuten? Vorher gab es diese Skatnummern ja noch gar nicht. Da übt man ja auch noch nach dem alten Verfahren. Jetzt nicht so wie die Fahrer dürfen sich ihre Nummern selber aussuchen. So, letzter Abschnitt hier. Alain Prost gewinnt das Ding, okay? Das war aber nicht unsere Aufgabe, den noch irgendwie zu bekommen. Dann hier einfach nur ins Ziel zu fahren. Jawohl! Geschafft! Juhu! Warum freust du dich nicht? Positionswechsel gewonnen. 6 Schätze und 1,29,5,6,3. Naja, ich musste mich hier erst mit der Strecke wieder vertraut machen. Und von daher. Das Wetter hat heute für chaotische Bedingungen gesorgt, aber der 99er Ferrari hat alles riskiert und sich trotz schwierigster Umstände einen Podiumsplatz gesichert. Eine großartige Leistung. Danke, danke, danke. Juhu! Oh, die Kamera ist das modernste von allem.
Ja. Da gab alte Digitalkameras gab's da noch zu der Zeit da noch gar nicht, ey, Alter, ey. So, geht's gleich mal weiter hier. Halt. In Vantage. Schlage alle Ferraris. Teamarbeit. Das heutige Rennen ist ein Wettkampf zwischen Ferrari und Williams. Jedes Team hat 6 Autos auf der Strecke und dein Ziel ist es, vor allen Ferraris zu landen. Das Rennen hat gerade begonnen und du liegst auf dem 8. Platz. Du hast noch viel Zeit, dich durch das Feld nach vorne zu arbeiten. Achte dabei aber darauf, dass du nicht mit deinen Williams-Teamkollegen kollidierst. Komm vor allen Ferrari ins Ziel. Startplatz 8, Teamkollege 9, Wetter sonnig. Let's challenge! So, wollen wir mal schauen jetzt hier, was wir jetzt hier reißen können, ey. Was für ein fantastisches Rennen. Bei diesem traditionellen Duell zwischen Ferrari und Williams kämpfen die Fahrer mit ganz harten Bandagen. Stimmt, das war früher echt ein heißes Duell, Ferrari gegen Williams. Immer wurde es dann Ferrari gegen McLaren Mercedes und jetzt heißt es ja Red Bull gegen den Rest der Welt. Kommen vor allem Ferraris ins Ziel. In 3, 2, 1, los! So, die Strecke kenne ich. Okay, also ganz nach vorne auf gut Deutsch, ne? Oh, früher gingen die nicht mit Vollgas, okay. Der Informationen gehen die ja mit voll wahrscheinlich. Das ist Damon Hill. Der schläft ja hier, ey. DRS gab es Autos zu der Zeit nicht, geschweige denn Chaos, ja, so. Noch vier Runden bis zum Rennende. So. Der Berger, da fahren wir mal kurz dran vorbei. Kurses Beschleunigung, ey. Und ich habe ihn mir auch gekrallt. Und der nächste muss auch dran glauben. Dann mach es am besten jetzt. Genau, haben wir auch gemacht. Ganz einfach, easy, locker, Flogging ist weg hier. Vielleicht kann ich sogar noch den Sieg hier vorauskitzeln. Das wäre natürlich das Sahnehäubchen auf dem I. Ja. Aber diese Nase erinnert mich auch so ein bisschen die neuen Formel 1 Nasen. Die sehen auch so hässlich aus. Na gut, die Autos waren noch nicht so hochentwickelt wie die hier. Von der Sicherheitsstandard, aber... Das sieht schöner aus als die jetzige. Du liegst 4 Sekunden vor deinem Hintermann. 4 Sekunden. Was so viel? Was sind denn das für Luschen, die hinter mir fahren? Ich dachte, das sind Weltmeister. Linien hier fahren, ganz wichtig. Ah, ich glaube, ich habe immer noch gezeigt, welchen Platz ich hier weltranglistisch gehe. Können wir uns ja auch mal gleich noch mal angucken. Bei der Aufgabe davor. Hier denke ich immer zu früh ein. Weil ich denke, die Kurve kommt früher. Davon ist der Führer, ne? Den kriege ich glaube ich sogar wirklich noch.
So wie es aussieht. 1, 2 hat es einen. Wir haben bald 1 Kilometer Vorsprung. Ach, der Erlen führt wieder. Darf ich die Führung übernehmen? Danke. Der hat gesagt, wir sollen aufpassen, dass wir nicht mit dem Williams-Kollegen kollidieren. Da lache ich ja noch drüber, ey. Die fahren ja hier so langsam. Guck mal, was wir jetzt für eine Lücke schon haben. Fünfzig Sekunden sind das schon umgerechnet. Wahnsinn. Boah. So, und das war's. Wir haben es geschafft. Woohoo! Ja, da muss man sich doch freuen für. Das ist ein Sieg. Nichts anderes. Ein Sieg. Positionswechsel gewonnen. 7 schnellste oder 1 Minute und 0 Sekunden und 2,70. Was für ein Schlusspunkt. Ich glaube nicht, dass es noch einen Fan auf den Sitzen hält. Eine Wahnsinnsleistung des Williams-Fahrers, der alle Ferraris schlagen konnte. Tja, warum jetzt nicht das große Ding, würde ich mal sagen. Woo! Geschafft! Und beschrieben gleich die andere Aufgabe, schlag alle Williams. Wundert wird es mich nicht. Ganz ehrlich. Der überrascht mich jetzt. Ja, schau nochmal in hier. Platz 358. Schlage Zetsch. Alle Ferraris. 880, okay. Beende das letzte Rennen auf Platz 1. Im letzten Rennen der Formel 1 Classics Serie trittst du im Ferrari von 1996 an. Vor dir befinden sich mehrere Formel 1 Legenden. Das wird ein besonderes Rennen, vor allem wenn du am Rennende ganz oben auf dem Podium stehen solltest. Beende das letzte Rennen auf Platz 1. Startplatz 7. Teamkollege 8. Vettel. Dynamisch. Let's challenge! So, wollen wir mal schauen, was wo wir jetzt wirklich sind. Ah. Den ganzen Tag hat es geregnet, aber pünktlich zum Rennbeginn zeigt sich die Sonne, um unsere Fahrer zu begrüßen. Naja. Ich bin Shoemaker, okay. Nee, bin ich nicht. Stimmt, ja, der ist aber hinter mir. Ist mein Teamkollege. 5 Runden Rennen. Das ist das letzte Rennen. Belegt zum Abschluss den ersten. Wer der Erste? 3, 2, 1, go! Ich schieb mal, ja? Ich schieb mal ein bisschen. Ich fahre mir gerade so langsam. Und jetzt push! So, die letzten 5 Runden, die müssen wir in diesem. Ah, wir fahren im Berger-Auto natürlich. Stimmt, ja, Schumacher und Berger, die waren ja mein Teamkollegen. Aber nur wegfahren hier. Das wäre das wichtig. Alter! Aber so können wir dann Leute für dich kontrollieren, ey. Hervorragend, du bist auf dem ersten Platz. Halt ihn bis zum Ende. Ich krieg es echt noch nass, sie ist echt noch leicht feucht. Und der gibt nicht auf, der hier. Der Nigel Mansell. Oh, fast zu viel Gas gegeben, fast weggedreht. Ist eigentlich auch nur wirklich eine Highspeed-Strecke, ja. Wenn man die wieder im Formel 1 Kalender drin hat, hier erreicht man ja auch gute 300 Stundenkilometer. Dauerhaft, oder man ist über 250, aber relativ häufig.
Ja, viel zu weit raus. So, ja, die Kurve war besser. Ja gut, jetzt drücken die Strecke wieder Eisgeld schnell ab. Noch drei schnelle Rennrunden hier. Enger, 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 enger. Sollte man jetzt im Hintergrund fahren sehen. Die Konkurrenten. Die keine Konkurrenz hier ist. Oder wenn du eine ganz kleine, mini Konkurrenz. Du hast 4 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Aber ein schöner Abschluss hier mit Verdi Erster in so einem 5-Runden-Rennen haben sie wieder mal gut hinbekommen. Noch 2 Runden bis zum Rennende. Enger, 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 komm, 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 Auto, komm rum. Kann ich mal hier schalten? Ja. Ah! Vorsprung auf das Auto hinter dir. Hier macht das natürlich einen Unterschied, ob ich hier auch fett fahre oder nicht. Und wenn der Sprit dafür noch reicht. Du befindest dich in der letzten Runde. Reifen, Sprit und Temperaturen sind gut. Okay, passt. Das passt. Das sieht alles sehr, sehr harmonisch gerade aus wieder. 9 Sekunden, das sollte gelaufen sein. Das werde ich mal nochmal wirklich einen Kiesbett-Ausflug. Ins zweite nix. Aber das sieht nicht so aus. Alter, hier kann man aber auch sehr viel auf dem Gras fahren, da passiert gar nichts. So, mal schauen, was haben wir erreicht nochmal für die schnelle Runde? Ah, ne, haben wir nicht geschafft. Positionswechsel 6 gewonnen, schnellste Runde 1 Minute 2, 0 zu 1. Da sind mir zu viele 0er, 1er und 2er drin. Es passt, woo! Platz 1 für den 1996er Ferrari. Angesichts der heutigen Konkurrenz ist das ein schier unfassbares Ergebnis. Würde ich nicht so unterstreichen, dass es ein schier unfassbares Ergebnis war. Das war ein sicherer Sieg! Sehr schön, Gratulation nochmal ganz zum Schluss hier. Ja, und das war jetzt der Nachholmodus dann. Vom Classic. Halte die schnelle. Schauen wir noch mal ganz kurz. Beende das letzte Rennen auf Platz 1. 141. Bin ich mit zufrieden. Hab mein Ziel damit erreicht. Bestenlisten mit 4. Das ist das hier. Ich bin insgesamt der 141. Okay, nee, ist aber nur das. Okay, Freundesliste, Bestenliste. Wahrscheinlich. Ja, Timo, genau. Gib's mir mit Position 9. Egal. Halte die schnelleren Autos. Hiermit beende ich das und ich hoffe, euch hat dieses Szenario-Modus gefallen, sowohl im normalen Formel 1 2013 als auch im Classic-Modus. Vielleicht bringe ich mir wieder ein bisschen mehr hiervon. Ich bin eine Zeitfahrt, da könnt ihr das wirklich, glaube ich, reizen. Wenn ihr das wollt, schreibt das in die Kommentare. Ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Formel 1 2013.